herzlich willkommen auf AutoHub. Mein Name ist Björn Habegger, meine Freunde nennen mich Habi. Und wenn ihr diesen Kanal auf YouTube abonniert habt und dem Video einen Daumen nach oben gebt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. In diesem Video erfahrt ihr jetzt alles, kurz bevor es zur ersten Testfahrt mit dem neuen Seat Ibiza geht, was ihr über den neuen Seat Ibiza wissen müsst. Alle Details jetzt in diesem Video. Fünfte Generation des neuen Seat Ibiza ist im Übrigen, und das ist etwas ganz Besonderes, das erste Auto auf der neuen MQB A0 Plattform. Das heißt, der Seat Ibiza ist natürlich super eng verwandt mit dem neuen VW Polo, kommt aber einen Ticken früher als der VW Polo mit der neuen Plattform. Und was interessant ist, die Länge bleibt eigentlich gleich, 4 Meter 6 cm. Aber der Radstand wächst um 10 cm und das sieht man im Profil. Das sieht man im ganzen Design des Fahrzeuges, gestreckt, kürzere Überhänge und mehr Radstand bedeutet natürlich auch für den Innenraum, für die Insassen mehr Platz. Das ist natürlich nicht die allerwichtigste Disziplin für ein Auto in der Größe, aber ich habe mir wieder den Sitz vorne eingestellt, dass ich sitzen kann und bin jetzt hinten eingestiegen. Und ihr seht das wahrscheinlich, 10 cm mehr Drahtstand bedeuten einfach deutlich mehr Knieraum, sowohl vorne als auch hinten. Also wenn man sich überlegt, dass vor 33 Jahren der Seat Ibiza so ein richtig kleines Auto war, so eine Blechbüchse. Das Auto macht schon einen richtig großen, erwachsenen Eindruck. Und wir müssen mal davor, weil da vorne hat sich richtig viel geändert. Schaut mal da vorne rein. So richtig viel getan hat sich wirklich auf der allerersten Reihe, in der ersten Reihe des Autos. Ein neues Cockpit, lackierte Blenden, ein großes 8 Zoll Multimedia-System aufgeräumt. Da unten sind gleich immer 2 USB-Buchsen drin. Das Auto hat jetzt hier einen 5-Gang-Schaltgetriebe. Das bedeutet, unter der Haube wäre ein relativ kleiner Motor. Zu den Motoren kommen wir gleich. Den gibt es natürlich auch mit 6-Gang-Handschaltgetriebe und mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Am meisten gefallen tut mir aber im Augenblick wirklich die Verarbeitung. Gut, hier haben sie hartes Plastik hier oben. Ja, hier ist auch hartes Plastik. Aber gut, irgendeinen Tod musst du in der Klasse einfach sterben. Ja, das hier ist weich da an der Seite. Die Frage ist ja wirklich, was will denn der Seat Ibiza-Käufer? Und an der Stelle seid ihr aufgerufen. Wenn ihr einen Seat Ibiza fahrt, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare mal rein, was ist denn für euch das Wichtigste gewesen, um dieses Auto zu kaufen? Welche Kaufgründe hattet ihr? Was hat euch überzeugt? Hier in der fünften Generation muss ich sagen, das mit dem 8 Zoll Navigationssystem, die Multimedia-Einheit, das macht richtig Laune. Und ihr seht es, es kann Android Auto, es kann Apple CarPlay und es kann Mirrorlink. Also da haben sie wirklich ja nichts gespart. Und ganz nebenbei würde dann unten auch, wenn man sein Handy da reinlegt, hier das Handy per Induktion geladen. Dummerweise habe ich ein iPhone 7 und das kann das nicht. Und bevor ich es vergesse, den neuen Seat Ibiza wird man auch mit aller Hand, oh, ich muss die Tür zumachen hier auf dieser Präsentation, das ist wirklich laut, wird man mit aller Hand Assistenzsysteme bekommen. Darunter natürlich ein City-Notbremsassistent, ein Abstandsregelautomat, eine Müdigkeitserkennung. Ich glaube, für einen Kleinwagen, im Übrigen ist das der erste Kleinwagen, der dann auch Voll-LED-Scheinwerfer für die Front bekommt. Also da haben die jetzt im Konzern für Seat wirklich Vollgas gegeben und Seat gibt mächtig Gas. Ich glaube, man hat es mit der Premiere des neuen Seat Arteca schon gesehen, da ist ordentlich Dampf hinten dran. Und der neue Ibiza, ich freue mich darauf, wenn wir ihn fahren. Unter dieser Haube, wo man einen Aufsteller braucht. Unter dieser Haube verbirgt sich ein Dreizylinder TSI, also ein Turbolader, Direkteinspritzer mit 95 oder alternativ 115 PS. Die Variante gibt es auch in der Saugvariante, 1 Liter Hubraum, 65 oder 75 PS.
Dazu wird Ende des Jahres ein 1,5 Liter Vierzylinder TSI kommen, ein nagelneuer Motor im VW-Konzern, der dann 150 PS haben wird. Weiterhin bieten sie einen TDI an, den typischen 1,6er TDI in einer Leistung von 80, 95, 100, 115 PS. Und besonders interessant für Sparfüchse dürfte der 1,0 Liter TSI CNG, also mit Erdgas, werden, mit 90 PS, der dann weniger als 90 Gramm CO2 je Kilometer emittiert. Und wie sie sich fahren, die Motoren im neuen Seat Ibiza, ja, das erfahren wir dann im Mai. Und das seht ihr dann auch wieder auf AutoHub oder auf meinem Autoblog. Da werden wir es natürlich auch zeigen. Das Design des Ibiza erkennt man sofort als Seat, wenn auch gleich die Kanten nochmal nachgeschärft wurden, das Auto durch die breitere Spur massig auf der Straße steht. Aber was wirklich besonders ist, sind die Augen. Okay, in der Variante LED-Scheinwerfer sind aufpreispflichtig, aber dann passt das Tagfahrlicht hervorragend zu der Grafik, der Rückleuchten, und das ganze Auto wirkt wirklich aus jedem Blickwinkel sehr stimmig. Ich habe jetzt neben mir den Herrn Schawe. Herr Schawe ist Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung, und ich habe es vorhin versucht zu erklären, aber ich glaube, Sie können das viel besser. Was bedeutet das denn eigentlich für Seat und den neuen Ibiza, dass Sie auf der MQBA0-Plattform jetzt basieren? Ja, das bedeutet für uns sehr, sehr viel. Erstmal für uns natürlich als Marke ist es besonders wichtig, dass wir die Ersten auch sein können, die mit einem neuen Fahrzeug auf dieser neuen Plattform in den Markt gehen können. Das ist eben eine völlig neue Plattform im Volkswagen-Konzern, und wir sind jetzt die Ersten, die damit in den Markt gehen dürfen. Und für den Kunden bedeutet es einen Riesenschritt nach vorne. Ja, diese Plattform, wie gesagt, ist komplett neu, das heißt, es ist der letzte Stand der Technik integriert. Das betrifft sowohl die Hardware- als auch die Software-Komponenten, und der Kunde kann sich darauf freuen, ein Fahrzeug zu bekommen, was komplett neu ist, was sich in den Abmessungen, in den Außenabmessungen, in der Länge kaum verändert hat. Also das ist 4,6 Meter lang, was aber 6 cm breiter geworden ist. Das merkt man sofort im Innenraumgefühl, was im Radstand knapp 9 cm länger geworden ist. Und das alles kommt dem Innenraum zugute, also da, wo der Kunde, wo die Familie sich aufhält. Und wenn man einmal in dem Auto drin gesessen hat, dann merkt man sofort, wow, das ist eine ganz andere Dimension. Eine abschließende Frage, ganz kurz. Worauf wird sich der zukünftige Ibiza-Fahrer am meisten freuen können? Also worauf werden sich die Zuschauer freuen können? Ich meine, die sehen die Farben, die sehen die Ausstattung, die sehen die Details. Aber so von Ihrem Standpunkt aus, als Techniker, worauf wird sich ein zukünftiger Ibiza-Fahrer, worauf sollte er sich konzentrieren, dass er den Fortschritt spürt? Also ich sag mal, ich kann nur sagen, worauf ich mich freue, wenn ich dieses Auto fahre, ist einfach, dass die Gesamtkomposition dieses Fahrzeugs. Ne? Also ich bin ja für Gesamtfahrzeugentwicklung zuständig, und deswegen freut mich natürlich, dass das gesamte Fahrzeug insgesamt sehr, sehr gelungen ist aus unserer Sicht. Und ich hoffe, die Kunden sehen das auch so. Ich kann nur sagen, einfach mal ausprobieren, sich mal reinsetzen, mit dem Auto mal fahren. Das ist von der Akustik, von der Fahragilität, von der Fahrpräzision, von der Dämpfung her ein Riesenschritt nach vorne, vom Package und vom Innenraum, habe ich gerade schon gesagt. Das Fahrzeug ist sehr übersichtlich, das Fahrzeug hat genug Innenraum, Höhe, Kopffreiheit, auch hier hinten. Also ich kann, wenn ich vorne sitze, sehr bequem, so wie ich fahre, knapp 1,87 Meter groß, ich kann super bequem auch hinter mir sitzen, in meiner Sitzposition mit dem Vordersitz. Also da passt eine ganze Familie in dieses Fahrzeug rein, und insofern für mich ist es einfach, sagen wir mal, die Gesamtzusammenstellung dieses Fahrzeugs. Das ist nicht fokussiert jetzt auf nur eine Art von Kunden oder auf eine Richtung, sondern wir wollen einfach hier sagen wir mal, den besten Gesamtzusammenschluss für ein Fahrzeug bieten. Also, ihr seht, es geht nichts drum herum, dass ihr im Mai schaut, wenn wir auf AutoHub das Auto gefahren sind, was wir dazu sagen. Wir werden den Herrn Schawe beim Wort nehmen, aber dass ich Platz habe, dass Sie drin sitzen können und ich hinten dran sitze, das haben wir euch eben schon gezeigt. Aber Herr Schawe, ich werde das ausprobieren, und dann melde ich mich wieder. Danke. Das waren die wichtigsten Fakten von der Weltpremiere des neuen Seat Ibiza in Barcelona. Ja, eins fehlt eigentlich noch. Was wird das Auto kosten? Dazu sagt Seat noch nichts.
Wir werden die Preise wissen bis zur offiziellen Weltpremiere auf dem Automobilsalon in Genf. Der ist im März. Der aktuelle Seat Ibiza kostet als Dreitüriger in der Grundausstattung kleinster Motor 12.690 Euro. Orientiert euch mal in Richtung 13.000, bisschen darüber, denn es wird auch gar keinen Dreitürigen mehr geben. Es wird nur noch diesen Fünftürigen geben. Hinzu kommt, da bin ich mir ziemlich sicher, eine Kombivariante und vermutlich auch ein SUV. Aber dazu später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal auf die Probefahrt. Die Probefahrt des neuen Ibiza seht ihr im Mai auf Autohub. Das war's aus Barcelona. Mein Name ist Björn Haberger, meine Freunde nennen mich Habi. Ihr habt den Kanal bestimmt schon abonniert, dann könnt ihr mich auch Habi nennen. Bis zur Probefahrt. Tschüss. MQB hört man immer mal wieder, heißt modulare Querbauplattform und die Größe ist A0. Das definiert letzten Endes die Größe der Antriebs. Machen wir nochmal. Ein Dreitürer wird es vermutlich nicht mehr geben, aber es wird mit Sicherheit einen Kombi geben und ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch ein SUV, machen wir nochmal komplett neu, das war jetzt zu viel Blödsinn drin. Unter der Haube die modernste Plattform, die der Volkswagen-Konzern im Augenblick zu bieten hat. Große Motorenauswahl, aktiv, ey. Die Weltpremiere des fünftürigen Seat Ibiza. Nochmal. Der Ibiza ist ja einer der Grundpfeiler des ganzen Programmes. Wird es wahrscheinlich nur als fünftüriges Auto geben. Aber natürlich, ich bin völlig draußen gerade. Ich finde, das klingt gar nicht so blöd. Aber bis dahin fahre ich erstmal den normalen. Wir sehen uns im Mai. Das war das Beste auf Autohub vom neuen Seat Ibiza. Völlig verkackt jetzt am Schluss. Können wir gerade nochmal drehen. Ich habe noch nicht mal mehr gewusst, wie der Kanal heißt. Mein Name ist Björn Haberger. Das war Autohub. Das war der wichtigste Kanal auf YouTube, wenn es um neue Autos geht. Meine Freunde nennen mich Habi. Ihr dürft mich Habi nennen, wenn ihr das Video jetzt abonniert habt, den Kanal abonniert habt. Das ist, ich bin völlig draußen.